Warum Forschungsdatenmanagement wichtig ist, dafür gibt es viele Informationen, Veranstaltungen und auch schon ein Video von Professor Müller hier aus dem IT-Center an der RWTH. Heute wollen wir mal etwas genauer auf den Datenlebenszyklus sehen und uns im Detail angucken, warum man sich um das Datenmanagement kümmern muss. Der Datenlebenszyklus startet mit der Planung. Man muss sich überlegen, welche Daten sollen erhoben werden, welche Daten werden wie analysiert. Und natürlich muss man im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis sich um die Archivierung Gedanken machen. Immer häufiger fordern auch die Förderer, dass die Daten publiziert werden, eben um die Nachnutzung der Daten zu erleichtern. Um das mal konkreter zu fassen, gründen wir kurz für dieses Video hier das fiktive Institut für Eichhörnchenkunde. Hier arbeitet Luise Lieder und sie ist Theoretikerin. Sie schreibt an einem Antrag, um die Populationsdynamik von Eichhörnchen zu untersuchen. Dabei will sie zum einen ihre theoretischen Modelle weiterentwickeln, aber sie plant auch, die mit der Realität abzugleichen. Deswegen gibt es zwei Feldversuche, einen in Deutschland, einen in Großbritannien. Das Schreiben des Antrags bereitet ihr eigentlich keine Mühe. Der wissenschaftliche Teil ist schnell geschrieben. Viel aufwendiger sind die vielen Formalia drumherum. Und dann rücken die Deadlines doch immer näher. Deshalb fällt das Datenmanagement leider ein bisschen hinten runter. Natürlich ist Luise klar, dass sie die Datenerhebungen planen und gestalten muss. Aber Luise tröstet sich damit, dass das Projekt ja noch nicht bewilligt ist und dass sie eben auch später vielleicht noch Zeit hat, diese Details zu klären. Und in der Tat, die Gutachter erkennen das Potenzial in dem Antrag und bewilligen das Projekt. Das Projektteam kann zusammengestellt werden. Neben Luise Lieder, die den theoretischen Teil selbst macht, gibt es für die Datenerhebung Frank Forscher in Deutschland und Rachel Research in Großbritannien. Frank Forscher liebt die Natur und Eichhörnchen sind seine besondere Leidenschaft. Deswegen ist er besonders froh, dass er in diesem Projekt mitarbeiten kann. Außerdem ist er gut vernetzt. Er kennt viele Förster und Ranger in Deutschland persönlich und deshalb fällt es ihm leicht, die Datenerhebung zu organisieren. Außerdem ist es nicht seine erste Datenerhebung. Deshalb weiß er auch haargenau, wie er die Daten in seinem Projekt speichern möchte. Er legt einfach eine Excel-Datei an für dieses Jahr der Datenerhebung. Und aufgrund des Föderalismus in Deutschland legt er natürlich für jedes Bundesland ein eigenes Tabellenblatt an. Innerhalb eines solchen Tabellenblatts gibt es genau drei Spalten. Eine für den Monat, eine für die kastanienbraunen Eichhörnchen und eine für die schwarzgrauen Eichhörnchen. Die Datenerhebung läuft gut an. Schon nach wenigen Monaten wissen die Förster und Ranger, worauf es Frank Forscher ankommt und die Daten laufen in guter Qualität bei ihm ein. Für Rachel Research ist es erst die zweite Datenerhebung dieser Art und die erste, für die sie verantwortlich ist. Außerdem ist sie noch nicht so gut vernetzt und kennt die Förster und Ranger in Großbritannien noch nicht so genau. Deshalb hat sie sich überlegt, dass sie die Erhebungen gerade in den ersten Monaten eng begleiten will. Und so reist sie von einer Zeltstation zur anderen Zeltstation und macht die Erhebungen gemeinsam mit den lokalen Förstern und Rangern. Und weil sie gerade die Rundreise macht, liegt es auch nahe, dass sie die Daten einfach monatsweise erfasst. Und um nicht so viel tippen zu müssen, hat sie sich eine Zahlenkodierung für die Länder überlegt. England ist 1, Schottland ist 2 und Wales ist 3. Die schreibt sie in ihre Datei rein und dazu, wie viele schwarze, black, und wie viele rotbraune, redbraun, R, Eichhörnchen in dem jeweiligen Land im jeweiligen Monat gezählt wurden. Das Jahr der Datenerhebungen geht viel zu schnell vorbei. Luise Lieder hat ein paar tolle Ideen gehabt, um ihr theoretisches Populationsmodell weiterzuentwickeln. Und nun ist sie gespannt, wie sich das mit den Datenerhebungen in Deutschland und Großbritannien verträgt. Frank und Rachel liefern pünktlich ihre Daten ein. Luise ist begeistert. Aber nach der ersten Nacht erfolgt die Ernüchterung. Die Daten von Frank konnte sie sich gar nicht ansehen, denn ihr Excel ist veraltet. Bei den Daten von Rachel hat sie viele Fragen. Was bedeuten die verschiedenen Zahlen 1, 2, 3 am Anfang jeder Zeile? Und steht B für Black oder Brown? Am nächsten Morgen ist sie früh im Büro. Der Admin ist bereits da und installiert ihr gerne die neueste Version von Excel. In der Zwischenzeit ruft Luise Rachel an. Prompt schickt die ihr daraufhin die 13. Datei mit der Legende für die Zahlenkodierung der Länder. Jetzt ist auch ihr Excel wieder up to date und sie kann auch Frank Forschers Daten öffnen. Aber es kostet sie noch einiges an Zeit und Telefonate mit Frank und Rachel, bis sie die Datenerhebung genau verstanden hat und sie die Daten in ein gemeinsames Format überführt hat, mit dem sie arbeiten kann.
Die gesamte Zusammenarbeit schweißt das Team zusammen. Und in der Tat, es entstehen wichtige Veröffentlichungen, auch in großen Journals. Rachel und Frank können beide ihre Promotionen abschließen. Am Ende präsentieren sie stolz den Abschlussbericht eines erfolgreichen Projekts. Luise sammelt alle ihre Modelle, Publikationen und die Daten, die sie von Frank und Rachel erhalten hat, auf dem File-Server des Instituts für Eichhörnchenkunde. Der hängt in der zentralen Backup-Infrastruktur, da weiß sie, dass die Daten sicher verwahrt sind. Auch Frank Forscher sammelt seine Daten ein und packt zur Sicherheit auch noch die Mails, die er geschrieben hat und die er von den Rangern und Förstern bekommen hat, mit in die Archivdatei. Zum Glück hat er keine Videos, da passt das alles gut auf einen USB-Stick, den er seinen Vorgesetzten übergibt. Auch Rachel fasst ihre Ergebnisse zusammen und brennt sie auf eine CD. Die legt sie in das Beobachtungsbuch, das sie während der gesamten Datenerhebungszeit mitgeführt hat und in der sie so ein paar zusätzliche Informationen zu den Zeltstationen eingetragen hat. Die Ergebnisse von Luise, Frank und Rachel werden gut aufgenommen. Ihre Publikationen werden oft gelesen und zitiert. Und immer wieder gibt es Forscher, die die Rohdaten haben wollen und deswegen Kontakt aufnehmen. Luise ist mittlerweile in leitender Position am Institut für Eichhörnchenkunde und hat leider kaum Zeit für eigene Forschung. Außerdem weiß sie über die Datenerhebungen von Frank und Rachel auch nicht mehr so viel. Nur Frank Forscher ist noch aktiv, wenn auch nicht mehr im Bereich Eichhörnchen. Er hilft den Kolleginnen und Kollegen gerne, denn der Kontakt mit anderen Wissenschaftlern ist ihm wichtig. Allerdings kostet es ihm einiges an Mühe, die Daten herauszusuchen, wieder sich neu einzufinden und dann die Daten herauszufischen, die der jeweilige Kollege, die jeweilige Kollegin gerade haben möchte. 5 Jahre später hat sich das Thema Eichhörnchenforschung zu einem neuen Forschungsschwerpunkt entwickelt. Es gibt ein EU-Projekt, das Remy Rius leitet und in dem die Evolution von Eichhörnchen in ganz Europa betrachtet werden soll. Allerdings hat Remy die Auflage bekommen, dass er auf jeden Fall die Datenerhebungen aus Luises vorherigen Projekt mitverwenden muss. Deshalb nimmt er Kontakt auf. Luise wird nervös. Natürlich, im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis hat sie die Daten noch archiviert und der Projektordner ist, trotz diverser File-Server-Umzüge, immer noch vorhanden. Aber ob sie da wirklich noch alle Informationen herausbekommt, die Remy gerne hätte? Zu allem Übel ist auch Frank Forscher nicht mehr verfügbar. Also setzt sich Luise hin und analysiert nochmal die Daten, holt sie raus, findet sich nochmal neu ein, versucht sie zu verstehen. Schließlich vereinbart sie einen Termin mit Remy Rius, um ihm die Daten zu übergeben. Dabei erzählt sie ihm natürlich auch noch viel aus den Telefonaten und Videokonferenzen mit Frank und Rachel, um ihm mehr Kontextinformationen zu geben. Remy bedankt sich und investiert selber noch einmal viel Zeit, um in die Daten zu sehen. Allerdings, in seinem Projekt geht es nicht um die Validierung von theoretischen Modellen, sondern der Fokus liegt auf der Datenerhebung. Aber um die frühere Datenerhebung mit seinem neuen komplexen Datenerhebungsverfahren in Beziehung setzen zu müssen, fehlen ihm diverse Kontextinformationen. Zum Beispiel, welche Zeltstationen wurden verwendet, zu welcher Tageszeit und mit welchem Sensor wurde gemessen. Am Institut von Rachel erinnert sich noch jemand an ihr Beobachtungsbuch und händigt es Remy aus. Darin finden sich zum Glück einige Informationen zu den Zeltstationen. Trotzdem bleibt es dabei. Ein paar von den Messungen, die Rachel gesammelt hat, kann er nicht wiederverwenden. Und der USB-Stick von Frank Forscher ist leider beim letzten Institutsumzug verloren gegangen. Wie realistisch oder unrealistisch ist dieses Setting? Für mich ist wichtig herauszustellen, dass Frank, Luise und Rachel in der Tat stolz auf ihre Arbeit sein können. Sie haben gute Forschung geleistet. Allerdings, es bleibt dabei, das Datenmanagement ist zu kurz gekommen. Sicherlich kann man niemals alle zukünftigen Verwendungen von Forschungsdaten vorhersehen. Und eigentlich ist das genau der Reiz, nämlich dass Daten in einem völlig anderen Kontext neu von Interesse werden. Aber genau deswegen muss man sich um das Datenmanagement unabhängig vom konkreten Projekt Gedanken machen, zum Beispiel in Form eines Datenmanagementplans. In dem kann man dann darstellen, welche Vereinbarungen zur Datenerhebung, Datenstrukturierung und Dokumentation im Projekt getroffen wurden und welche Standards- oder Community-basierten Vorgehensweisen angewendet wurden. Wenn man dort in so einem Projekt auch leicht verständliche Strukturen gefunden hat, die unmittelbar im Projekt die Zusammenarbeit einfacher gemacht haben, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass diese Strukturen auch zu einem späteren Zeitpunkt leichter, nachvollziehbar und verständlich sind. Und wenn man sich schon die Mühe gemacht hat, die Datenerhebung zu vereinheitlichen, dann ist es auch leichter, die Analyse gemeinsam durchzuführen und die Ergebnisse innerhalb eines Teilprojektes zusammenzuführen.
Kooperationsplattformen können hier eine große Unterstützung und einen Orientierungsrahmen bieten. Gleichzeitig können sie der Ausgangspunkt für die Archivierung von Daten sein. Hier muss man sich bewusst machen, dass es nicht nur darum geht, die konkret im Projekt verwendeten Daten zu dokumentieren und zu erhalten, sondern vor allen Dingen auch die Kontextinformationen, die innerhalb dieses Projekts selbstverständlich erscheinen. Und man sollte sicherstellen, dass man einen professionellen Archivierungsdienst verwendet. Die Publikation von Daten ist schon fast eher ein Investment in die Reduktion von Aufwänden in der Zukunft. Denn zu einem Zeitpunkt, in dem ich noch im Projekt stecke und genau weiß, was es mit den Daten auf sich hat, welche Kontexte sie hatte, ist es viel leichter, diese Informationen zusammenzustellen und eben vielleicht auch Lücken zu entdecken. Nebenbei erfüllt man eben auf diese Art und Weise häufig die Forderungen der Fördergeber. Das Beispiel der Eichhörnchenforschung hat gezeigt, dass Daten wesentlich länger leben, weit über die Projektlaufzeit hinaus. Und gerade deswegen ist es wichtig, Zeit und Ressourcen in das Datenmanagement zu investieren. Zum einen, um die Arbeit im Projekt zu erleichtern, aber auch, um die Nachnutzung der Daten zu ermöglichen. Wenn Sie Fragen zu diesen und anderen Themenbereichen haben, unterstützt Sie das Team Forschungsdaten an der RWTH. Kontaktieren Sie uns einfach über das Service Desk.